Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Rock-U-Tour-Dingsbumsi-Tutorial. Ich habe mir ganz schick eine Elektro-Ukulele um den Bauch gebunden und viele haben auch so eine Elektro-Ukulele und spielen damit halt so normal so. Ja, aber eigentlich soll es ja dann doch irgendwie anders klingen, mehr so zum Beispiel, ne? Nur mal so ganz kurz. Und weil das eigentlich alles nicht so wahnsinnig schwierig ist, ob schon es auf die Ukulele nicht so recht passt, denn Rock ist ja mehr so tief und gemein und die Ukulele ist ja alles, aber nicht tief und nicht gemein. Aber trotzdem, wir probieren jetzt einfach mal so ein bisschen Rock auf der Ukulele zu machen. Und deswegen würde ich sagen, macht euch ein Bier auf und los geht das. Das erste, was ihr haben solltet, ist so ein Plektrum. Plektrum ist ganz, ganz wichtig, denn auf dieser E-Ukulele sind jetzt Stahlsaiten und die haben so ein bisschen Funktion eher wie so ein Eierschneider. Damit hat man sich rapzapp das Nagelbett wundgehobelt und das ist ja weit entfernt von Spaß haben. Plektrum zwischen Daumen und Zeigefinger. Und jetzt machen wir was, was eher unüblich ist auf der normalen Ukulele. Wir machen so eine lockere Bewegung aus dem Handgelenk und versuchen einfach mal nur Schläge nach unten zu machen. Ganz gleichmäßig und weil es so schön ist, nehmen wir mal den G-Dur-Akkord. Im Grunde ist es das auch schon. Das ist mit das Wichtigste beim Rockspielen überhaupt, dass man alle Schläge von oben nach unten durchführt. Immer in dieselbe Richtung. Das gibt den typischen treibenden Rocksound. Jetzt kommt aber noch eine zweite Sache dazu, dass man versucht, nicht alle Schläge gleich in die Saiten zu legen, sondern dass man versucht, den ersten zum Beispiel mal so richtig reinzubuttern und alle weiteren Schläge nur so halbherzig auszuführen. Ich mache das mal vor. Das gibt uns schon so ein bisschen das Rockfeeling. Ein bisschen mehr Rockfeeling kriegen wir mit einer Verzerrung. Das wollen ja auch immer alle haben. Ich habe mal eine Verzerrung vorbereitet. Die ist so eher ein bisschen vorsichtiger. Und dann klingt das gleich ein bisschen. Mit diesen zwei unterschiedlich lauten Schlägen kann man schon richtig was anfangen. Wir nehmen uns drei Akkorde. Einmal das G-Dur, das kennt ihr vielleicht. Falls ihr euch darüber wundert, dass ich so beschissen greife, normalerweise hat der Daumen hier oben ja nichts verloren. Das liegt daran, dass das Instrument insgesamt ziemlich tief hängt. Und wenn ich jetzt den Daumen so an eine Position bringe, wo es angenehm zu greifen wäre, dann kriegt mein Handgelenk so dermaßen einen Knick, dass das nicht so schön ist zu spielen auf Dauer. Außerdem sieht es cooler aus und es hat für später auch noch ein paar andere Gründe, warum es gut ist, wenn der Daumen hier oben drüber liegt. Also nochmal, wir nehmen uns das G-Dur. Dann nehmen wir uns das F-Dur, das kennt ihr vielleicht auch. Und dann nehmen wir uns das C-Dur. Und wir machen zwei Takte von dem G-Dur. Ein Takt F, ein Takt C. Auf die Plätze, fertig. A 1, 2, 3, 4.
Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt ziehen wir die Wechsel vor. Das heißt, wir nehmen eigentlich den ersten Schlag in einem Takt nach vorne. Ja, zu früh. Das ist so wie erster oder... Ich glaube, das spiele ich euch einfach vor. Ihr hört es euch zwei, dreimal an und dann macht ihr mit. Weil sobald man das mal gefressen hat, dann geht das fast von alleine. One, two, three, four. Yay. Machen wir noch einen Schlag dazu. One, two, three, four. Muss man ein bisschen üben, bis man das raus hat. Was man übrigens auch ziemlich üben muss und woran man sich gewöhnen muss, wenn man so richtig im E-Gitarrenstil Ukulele spielen möchte, ist, dass die Griffe nicht mehr unbedingt nach der Grifftabelle gespielt werden, sondern dass wir eigentlich nur ein Griffbild verwenden. Zum Beispiel das. Oder nehmen wir mal ein anderes zur reinen Abwechslung, das A-Dur. Dass man die Griffe auf dem Griffbrett verschiebt. Wir können ja zum Beispiel mal spaßeshalber das A-Dur drei Bünde weiter in den vierten Bund verschieben. Und dann noch mal zwei Bünde weiter in den sechsten. One, two, three, four. Machen wir die Verzerrung dazu an. One, two, three, four. Also zwei Prinzipien. Wir spielen nicht alle Saiten, also zumindest nicht immer. Und das zweite ist, wir nehmen Griffe und verschieben sie. Jetzt gibt es noch eine Sache, die man wirklich unbedingt mal gemacht haben muss, am besten gleich zu Anfang, und die man noch 1639 Millionen Mal geübt haben muss, bis man sie so richtig, richtig, richtig raus hat. Das ist ein ganz besonderer Rhythmus, den hört man an jeder Ecke. Und der betont die 1, die 2 und die 4. Und weil wir nur im Rock sind und alle Achtel auffüllen, spielen wir die Betonungen schön laut und füllen alles hübsch mit leise gespielten Achteln auf. Dann wäre das... Ich würde sagen, Verzerrkiste an und wir machen das mal zusammen. One, two, three, four.
in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr aus diesem Video ein bisschen was rausholen konntet für den Einstieg in das E-Ukulele-Spielen im Rockstyle. Ich werde noch mindestens ein weiteres Video machen. Sehr wahrscheinlich werden es mehr als ein Video. Und wenn ihr mehr als ein Video mehr haben wollt, dann abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, wie es so schön heißt. Und empfehlt mich vor allen Dingen euren Freunden und euren Verwandten und eurem Kanarienvogel. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt, haut das runter in die Kommentare. Nächste Video kommt demnächst. Tschö mit Ö.